war die erfolgreichste US-Serie des 20. Jahrhunderts und wurde jede Woche von 1 Milliarde Menschen weltweit gesehen. Baywatch. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf Faris Rahoma und Kathy Kallos als Rettungsschwimmer vom Cha-Cha-Cha. Aber bevor Faris in die Flip-Flop-Abdrücke von David Hasselhoff steigt, noch ein kleiner Rückblick auf seine Rolle als David Bowie. Das war ein Orga-Freitag, der einem lange in Erinnerung bleiben wird. Das war schon sehr, sehr aufregend und ich war auch aufgeregt. Ich weiß, ich kann den Tanz. Ich habe ihn in den Proben 100.000 Mal richtig gemacht. Und ich habe dann auch ein bisschen locker lassen können am Schluss dann. Ich habe eine Probe von Ihnen gesehen und Sie haben getanzt ohne den Gesichtsausdruck. Und das ist ganz, ganz wichtig zu proben mit dem Gesichtsausdruck. Das ist ein super Feedback, das haben wir jetzt gleich umgesetzt. Cha, cha, 1, 2, 3, cha, cha, zu mir ist da. Ah, bitte, löscht das. Ja, ich habe die Woche so kleine Videos gemacht, nur von seinem Gesicht, der sich dann anschauen hat. Jetzt verstehe ich. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Für mich ist das insofern eine ganz wunderbare neue Erfahrung, weil es jetzt nicht nur ums Tanzen geht, sondern es geht auch wirklich darum, wie kann ich meinen Kopf so trainieren, dass er sich diese ganzen Schrittfolgen merkt. Wir haben Atemübungen gemacht, weil einfach du vergisst in dieser ganzen Aufregung manchmal einfach zu atmen. Genau, schau, dass das runterzieht, darf nicht runterbleiben. Es ist wirklich genau. Wie so eine kleine Kur, die ich da mache. Ja? Ja, so eine Tanzkur. Also ich merke auch, dass der Faris sich von Woche zu Woche verbessert und steigert. Und vor allem auch unsere Kommunikation. Wenn ich jetzt nur kurz was zeige oder sage, er versteht schon, was ich meine. Das heißt, wir werden auch immer effizienter. Es geht sich aber aus. Bis aufs Tanzen war es okay. Ich habe keine. Ich wusste halt. Weil es ist noch Luft nach oben. Das sieht die Jury. Ich glaube, das sind die Menschen zu Hause. Ich mach's nochmal. Ich war nicht bereit. Ich möchte auch einfach das Beste zeigen, was halt möglich ist in der kurzen Zeit. Da, da. Nein, kein Lockstep. Geh normal. Das war besser. Paar 07 tanzt einen Cha-Cha-Cha zum Titelsong von Baywatch. Hier sind Faris Rahoma und Kathy Kallos.
Iris Rohoma und Kathi Kallos, unsere Rettungsschwimmer vom Königlberg. Bitte schön. Danke, Miri. Danke. Ja, schön. Letzte Woche David Bowie, heute bist du Mitch Buchanan. Wo fühlst du dich wohler, als David Bowie oder als Mitch? Was glaubst du? Nein, ehrlich gesagt, ich mag beides sehr gern, aber David Bowie ist mein absoluter Hero. Aber Mitch war heute auch nicht schlecht. Also einfach in Mitch einzutauchen, auch wenn es nicht die kurzen Hosen waren. Aber ich finde, wenn man sich diese Melodie schon anhört, da kommen doch Erinnerungen hoch. Total. Oder hast du Baywatch geschaut? Ich war natürlich, ja Riesenfan. Natürlich habe ich ganz genau allen Darstellerinnen und Darstellern nur in die Augen geschaut beim Spielen. Natürlich. Absolut. Und es war sehr, sehr spannend. erzählt auch. Es war nicht unbedingt meine Lieblingsserie und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, es ist jetzt nicht die Serie, die vielleicht so ganz in unsere Zeit passt. Also von den Werten her, finde ich jetzt zum Beispiel. Aber sie macht einfach Riesenspaß und wir hatten jetzt heute einen Riesenspaß. Und Ja, wir auch. Wobei, ich muss ehrlich sein hier, ich hätte mir vom Kostüm wesentlich weniger erwartet. Nein, das Kostüm ist Schade. Großartig, aber wir wollten eben genau deswegen, also wir haben das ja ein bisschen auf die Schaufel genommen auch hier, oder? Das muss man, glaube ich, auch ein bisschen. Ich meine, es ist super, wenn man schönen Frauen und Männern in knappen Badehosen zuschauen kann. Aber hier geht es um Tanz und wir nehmen das total ernst. Genau, und du hättest... Und Tanz gehört in eine Hose. Und du hättest auch in kurzen Hosen, glaube ich, gar nicht tanzen dürfen hier. Ich hätte von der Kathi nicht, und ihr kennt sie ja schon, sie ist ein bisschen streng. Also das wäre nicht gegangen mit den Lateinschuhen und dann... Nein. Wobei der Carina hätte es wahrscheinlich nichts ausgemacht. Nein, bitte nicht, sagt sie. Nein. Bitte nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie einen guten Geschmack haben und das haben sie. Also ja. das haben sie mit Sicherheit. Was den Tanz betrifft, finde ich schon, dass sie an sich gearbeitet haben und dass sie die Kritik wirklich genutzt haben, produktiv genutzt und nicht beleidigt waren, wie viele anderen hier manchmal sind. Das ist sehr, sehr schön für mich zu sehen. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass sie zu vorsichtig tanzen. Ich weiß nicht, warum. Ist es ihnen was passiert mal? Also würden sie irgendwo weggetragen, weil sie gefallen sind? Oder nein, eigentlich. Ich habe bis jetzt eigentlich so ja noch nie so getanzt. Natürlich. Das hat fast niemand. Aber nein, mir ist nichts passiert. Nein, gar nichts. Also dann könnten sie wirklich ein bisschen mehr auf... Mehr Leidenschaft noch. Leidenschaft haben sie genug. Also an den Schauspielerischen fehlt jetzt wirklich nichts. Und ich sehe, dass sie den Körper, also den Kopf, das Gesicht und den Körper jetzt verbunden haben. Danke für das Feedback, das war wirklich sehr wertvoll. Das ist wirklich wunderbar. Und es mangelt uns an Männern, wir wollen sie auf keinen Fall verlieren. Also die Damen heuer sind ein bisschen stärker. Und sie sind einfach mehr richtig an gut, das muss man jetzt auch mal sagen, die Damen in der Staffel sind einfach super. Sie rennen ständig zurück. Ja, Entschuldigung. Oh, super. Hören Sie mal zu, was man hier sagt. Das ist ja, also, der Auftritt war gut. Sie können mehr vertragen. Danke, Carina. Bollasch hat die roten Speedos ja immer drunter an, habe ich mir sagen lassen. Ohne roten Speedos geht er nicht aus dem Haus. Nein, seit Jahren nicht. Und ich möchte Danke sagen, dass du uns diesen Anblick ersparst an der Stelle. Und wir konzentrieren uns auf den Tanz. Ich versuche jetzt mal zu übersetzen, was Carina hat sagen wollen. War das nicht so zu verstehen? Nein, ich habe verstanden, das ist das Wichtige. Ja, ich dich auch. Und deswegen übersetze ich das. Ja, wir zwei Ausländer. Und ja, genau. Ja, eine Ausländer übersetzt die andere Ausländerin. Ich werde das dann endgültig übersetzen. Und dann machst du die Endübersetzung. Auf Tirolerisch. Ja. Tirolerisch? Das kann sie nicht. Ist es nicht? Nein. Sie kann nicht einmal Hochdeutsch. Aber Vorschlagen wir untertiteln dann einfach nachher. Genau. Schreib's runter, was wir meinen. Es ist so, was die Carina gemeint hat, dass du zu vorsichtig bist. Das ist der technische Grund dahinter, dass du einfach viel zu weit oben bist mit dem Gewicht, nicht ins Boden hineinarbeitest. Deswegen bewegt sich deine Hüfte kaum. Es gibt keine Bewegung im Rücken und deswegen schaut es vorsichtig, ein bisschen zurückgehalten aus und nicht wirklich lateinig. Ja, daran solltet ihr auf jeden Fall ändern. Sag ich mal, Gesichtsausdruck haben wir auch schon genug gehabt. Wir würden uns freuen, weniger Gesichtsausdruck und mehr Tanz. Maria. Sehr gerne. Also, Fazit.
Fazit, genau, von meinen beiden mit Kolleginnen und Kollegen. Also ich finde auch, gesichtsmäßig war das heute viel aktiver, viel mehr am Punkt. Also man merkt, dass du an dem Thema intensiv gearbeitet hast. Und tänzerisch, ich glaube, was der Bollasch jetzt versucht hat, dir zu erklären, ja, ist eben, dass man gerade beim Cha-Cha-Cha eben nicht nur ein gestrecktes Bein hat, sondern dass man eben das Bein richtig durchlockt. Das heißt, man schaut, dass man das Knie so weit wie möglich nach hinten schiebt. Ja. Und das ist genau das, wo ich mir denke, gerade technisch hast du so viel Potenzial und da bin ich mir sicher, dass hab einfach ich, mehr das geht. Gesagt? Echt? Ja. Habe ich das alles gesagt? Ja, ich so, auch. Ja, das gut. Absolut. Ja. Das heißt... Bollasch? Ja. Ich glaube, wir tanzen dann ein Cha-Cha-Cha. Ja, gerne. Das wäre cool. Nein. Kann ich was mitnehmen? Genau. Ja, hab schon. Genau, das heißt, von dem her einfach, ich glaube, technisch ist bei dir noch mehr drinnen. Nur intensiver arbeiten, gerade an die Basics. Ich finde jetzt aber, braucht es gar nicht so viel Schnickschnack, ihr braucht gar nicht so viele Hebefiguren. Du bist so ein toller Tänzer und da steckt so viel mehr noch in den Körper. Ich glaube, dass da einfach nur mehr geht. Und du hast aber trotzdem jetzt tänzerisch auf dem Parkett sehr gut geschlagen. Und die Boje brauchst du jetzt sicher nicht zum Untergehen, sondern zum schön über Wasser bleiben. Danke, danke sehr. Vielmals. Danke vielmals. Danke, Faris und Kathi. Ja, falls Sie zu Hause nicht wollen, dass Faris und Kathi das Wasser bis zum Hals steht heute Abend, sondern im Gegenteil, Sie wollen sie in der nächsten Runde sehen, na dann einfach schon mal Rettungsmaßnahmen einleiten. 09010 59 0907. Schön, dass ihr zwei auch bei mir noch auftaucht. Faris und Kathi, Robert. Also, Tanzstil sehr gut, ja. Schwimmstil herausragend. Sieht man, der Mann hat den Freischwimmer gemacht, gell? Ja, das stimmt. Du, das ist schon Zeitl her. Ich habe geglaubt, ich habe geglaubt als Kind, wir waren so in der Volksschule bei einem Schwimmkurs und da war die Freier und in die war ich sehr verliebt. Und ich wollte unbedingt natürlich in ihre Gruppe, sie war auch eine gute Schwimmerin. Und das Problem war, dass mein Nachname, das R, Rahoma, so weit hinten war, dass die erste Gruppe schon voll war und ich kam in die zweite. Ich habe mich mächtig aufgeregt, wurde dann irgendwie, nie wieder in die erste Gruppe eingeladen. Und erst am letzten Tag als Freier fiel er, meine große Liebe, damals in der Volksschule, leider nicht da war, hat es einen Schwimmwettbewerb gegeben und dieser Badewaschel, der ich heute war oder damals dort eben, der hat dann mich aus dem Wasser gefischt, weil ich diesen Wettkampf gewonnen habe und hat gesagt, ab sofort trainierst du bei uns. Schon Respekt. Ja, und mir war es wurscht, weil die Freier hat nicht zugeschaut. Okay. Ja, was hilft das ganze schöne Pinguin-Abzeichen? Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, den Schwimmverein hast du verlassen, einen anderen hast du aber gegründet inzwischen. Also gegründet habe ich ihn nicht, aber ich unterstütze ihn so gut ich kann. Es ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Es heißt Mellow Yellow. Wir haben vorher jetzt darüber gesprochen und die Christine hat das auch schon, glaube ich, gesagt. Es geht einfach darum, dass sich, glaube ich, gerade sehr viel verändert an Werten. Und was mir an dem Projekt Mellow Yellow gefällt, das ist ein Projekt, das versucht, Inklusion in Schulen zu bringen. Und zwar mit ganz wundervollen Menschen, die teilweise eine Behinderung haben oder auch nicht blind sind, im Rollstuhl sind. Und die gehen dann mit Rollstühlen und Augenbinden dorthin und zeigen den Kindern, was man mit einem Rollstuhl alles machen kann, wie man Menschen mit einer Behinderung so anspricht, dass sie sich einfach verstanden fühlen. Und mein Sohn, der Jonathan, war eben auch da dabei. Und wenn der dann einen Handstand auf dem Rollstuhl macht und die Leute das begutheißen und die Kinder dort eine gute Zeit haben und die Lehrerinnen dann kommen und sagen, ich habe in diesem 8-Stunden-Workshop einfach den Kindern 1000-mal mehr über Inklusion beibringen können als in 2 Wochen Frontalunterricht, dann finde ich das so wichtig, dass man das einfach unterstützen muss. Und das tue ich. Und da sind 2 wundervolle Menschen heute von dem Projekt hier. Und danke, dass du mich das gefragt hast. Ich sage danke, dass du das machst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, wo sitzen denn die beiden? Die sind da drüben. Winkt sie mal. Ja. Hier ist Mello Yellow. Kann man die? Oh, schau, sehr ja. Gut. Vielen lieben Dank auch an euch. Danke. Und ich würde sagen, jetzt holen wir uns die Punkte. Ja, das freut mich sehr. Ciao, ciao, ciao. Ja, wir holen die Punkte zuerst wie immer von der Carina. Schon wieder mal wünsche ich mir mehr Passion beim Tanzen. Genauso viel, wie wenn sie reden. Von mir gibt es eine 7. Bollasch. Man übersetzt, wie man es will. Tänzerisch war viel zu wenig. 5. Und Maria. Auch ich wünsche mir nächste Woche noch mehr 7. Danke, herzlich. Naja, 19 Punkte für diesen Cha-Cha. Na gut, 19 Punkte, kraul ihn ein bisschen. Ja, dann geht's ihm besser. Danke euch beiden. Wir sind später noch beim Tanzmarathon, gell? Ja, schnauft's aus.
Viele bunte Kostüme heute bei unseren Paaren. Wenn Sie sich von dem einen oder anderen Outfit noch für Halloween inspirieren lassen wollen, helfen Ihnen vielleicht die besten Bilder der Show, die Sie wie immer online bei uns im Internet finden auf dancingstars.orf.at. Und nächsten Freitag gibt es dann wieder die klassischen Glitzerkleider und Latein-Outfits. Und wer die eigentlich macht und woher die kommen, das erfahren Sie bei Silvia Schneider in Dancing Stars Backstage immer freitags 18:10 Uhr ORF 1. Und hier